Borussia Dortmund ist dieser Tage einfach nicht zu stoppen. Nach zuletzt eindrucksvollen und vor allem torreichen Auftritten in der Bundesliga zauberte der BVB auch in der Champions League. Erlebe den BVB in der Champions League im Livestream auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Gegen den spanischen Spitzenklub Atletico Madrid feierte der Bundesliga-Tabellenführer einen überragenden 4:0-Sieg. Ein Novum für Diego Simeone, Trainer der Rojiblancos. Nie zuvor verlor er als Coach höher. Einziger Wermutstropfen ist die Verletztenliste des BVB. Gegen die Spanier fehlte Torjäger Paco Alcácer angeschlagen und auch von Marcel Schmelzer gibt es schlechte Neuigkeiten. Der Linksverteidiger wird dem Club noch mindestens 5 Spiele fehlen. Hier erfahrt ihr alles, was am heutigen Donnerstag beim BVB wichtig ist. BVB, Hakimi Sissis Triple gegen Atletico. Im Video beim Gala-Auftritt des BVB gegen Atletico konnten viele Akteure überzeugen. Realleihgabe Hakimi stach mit seinen 3 Torvorlagen besonders heraus. Hier geht's zum Video. Schalup Axel Witzel, der heimliche Kapitän des Dortmunder Erfolgsstars. Westfalenstadion war bereits halb leer, der grüne Rasen noch immer vom grellen Flutlicht erleuchtet, als Axel Witzel von Reinhard Raubal und Hans-Joachim Watzke flankiert über die Mittellinie hinweg in Richtung Spielertunnel spazierte. Immer wieder herzte Clubboss Watzke Mittelfeldboss Witzel. Sein überbreites Grinsen erinnerte dabei an den Joker. Die Mundwinkel des Geschäftsführers von Borussia Dortmund klafften so weit und genüsslich auseinander, dass man beinahe hätte meinen können, Watzke hätte am liebsten nicht nur Witzel, sondern auch sich selbst auf die Schulter geklopft. Der BVB brauche vielleicht noch einen Spieler, der auch mal böse gucken, der sich körperlich wehren und wenn nötig dazwischenhauen könne, das ungefähr hatte Watzke vor der Saison gesagt. Mit Witzel hat er genau diesen Spielertypen bekommen. Witzel gehörte beim jüngsten 4:0-Erfolg der Dortmunder gegen Atletico Madrid wieder einmal zu den besten und wichtigsten Spielern seiner Mannschaft. Der 29-Jährige ordnete und dirigierte das Mittelfeld, er beruhigte das Spiel und kurbelte es an, er traf zum 1:0 und kochte Atleticos teils rustikale Hühnen nicht selten trocken ab. Hier geht's zum kompletten Feature Borussia Dortmund auf den Spuren der Klopschen-Sensationsmannschaft. Der BVB gewinnt auch gegen Atletico eindrucksvoll und besteht damit die Reifeprüfung. Es scheint keine Limits zu geben für die junge Mannschaft. Unser Reporter Niklas König war beim Spiel gegen Atletico Madrid in Dortmund. In seinem Nachbericht vergleicht er das aktuelle Team mit der Sensationsmannschaft von Jürgen Klopp. Alle Stimmen zum BVB-Sieg gegen Atletico Madrid. Kopf gegen die Wand. Borussia Dortmund hat durch ein überzeugendes 4:0, 1:0 gegen Atletico Madrid einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League gemacht. Die spanische Presse sah beim Auftritt der Rojiblancos Alarmende Signale und lobte die Schwarz-Gelben. Wir haben die wichtigsten Pressestimmen zusammengefasst. Dortmunds Kapitän Marco Reus nach Sieg gegen Atletico Madrid. Ein brutaler Abend. Borussia Dortmund hat mit einem triumphalen 4:0, 1:0 gegen Atletico Madrid einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League gemacht. Am dritten Spieltag feierte der BVB den dritten Dreier und das auf äußerst überzeugende Art und Weise gegen die defensiv wie immer stark eingeschätzten Spanier. Nach dem Schlusspfiff sprach Dortmunds Kapitän Marco Reus von einem brutalen Abend. Borussia Dortmund muss länger auf Marcel Schmelzer verzichten. Marcel Schmelzer von Borussia Dortmund fehlt laut einem Bericht des Kicker bis mindestens Mitte November. Damit muss Trainer Lucien Favre deutlich länger auf ihn verzichten als ursprünglich vermutet. Schmelzer hatte sich vor seiner Verletzung als enorm formstark präsentiert, zog sich dann aber ein Knochenmarködem zu. Vorerst hofften die Ärzte, den Ex-Kapitän schnell wieder auf das Feld zu bringen.
Gala-Sieg gegen Atletico Dortmund besteht reife Prüfung mit Bravour. Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund hat seine internationale Reifeprüfung mit Bravour bestanden. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre bezwang Europa League-Sieger Atletico Madrid nach einer Gala-Vorstellung verdient mit 4:0, 1:0 und hat damit das Tor zum Achtelfinale in der Champions League ganz weit aufgestoßen. Mit einem weiteren Erfolg im Rückspiel am 6. November in der spanischen Hauptstadt hätte der BVB die K.O.-Phase vorzeitig erreicht. Axel Witzel 38. sowie die eingewechselten Rafael Guerreiro 73. und 89. und Jadon Sancho 83. erzielten die Treffer für den sehr starken BVB, der auch im 12. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen blieb und die Gruppe A der Königsklasse zur Halbzeit mit 9 Punkten souverän vor Atletico 6, Brügge und Monaco beide 1 anführt. Hier geht's zum kompletten Spielbericht. Diego Simeone kassiert höchste Niederlage als Atletico-Trainer. Diego Simeone hat beim 0:4 in der Champions League bei Borussia Dortmund die höchste Pflichtspielniederlage seiner Trainerkarriere bei Atletico Madrid kassiert. Nie zuvor hatte der Argentinier, der die Rojo Blancos seit Dezember 2011 betreut, so deutlich verloren wie in seinem 391-Auftritt, der bei den Schwarz-Gelben stattfand. Sie waren schnell und präzise, sagte Simeone hinterher bei Movistar über die Dortmunder. Sie hatten ihr Ziel klar im Blick. Und wenn man beim Fußball gut ist, dann gewinnt man auch, erklärte er. BVB-Sportdirektor Michael Zorc lobt Lucien Favre, hat eine feste Ordnung. BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat nach dem Traumstart in der Bundesliga Trainer Lucien Favre ein exzellentes erstes Zeugnis ausgestellt. Er ist derjenige, dem das Lob für unseren bislang äußerst erfolgreichen Fußball gehört, schwärmte Zorc in der Sportbild. Der Schweizer habe nach der turbulenten Vorsaison, als der BVB erst am 34. Spieltag die erneute Qualifikation für die Champions League perfekt gemacht hatte, an mehreren Punkten angesetzt und dem Team seine eigene Handschrift verpasst. Favre habe vom ersten Tag an einen klaren Plan verfolgt, der umfasst eine feste Ordnung, klare Handlungsanweisungen für die Spieler und den Mut, Entscheidungen zu treffen, die in der Öffentlichkeit nicht immer auf Zustimmung treffen, präzisierte Zorc. Dass die von Favre vorgenommenen Änderungen derart schnell Erfolg herbeiführen würden, kam aber auch für Zorc unerwartet. Ein Neustart bringt auch immer Ungewissheit. Dass wir in Bundesliga und Champions League so gut dastehen würden, davon war nicht auszugehen. BVB, Kehl und Sommer sind Glücksgriffe, findet Matthäus-Ski-Experte Lothar Matthäus. Sieht neben dem sportlichen Aufschwung auch die Veränderungen auf der Entscheidungs- und Beratungsebene bei Borussia Dortmund als einen entscheidenden Faktor für den neuen Erfolg. Sebastian Kehl und Matthias Sammer sind zwei Glücksgriffe und befruchten Verein sowie Mannschaft mit ihrem Wissen, Instinkt und ihrer Erfahrung. Sie kennen diesen Verein und haben dort selbst große Erfolge gefeiert. Sie wissen, was gefragt ist, schrieb Matthäus in seiner wöchentlichen Kolumne. So sehe ich das bei skysport.de über den Tabellenführer der Bundesliga. BVB-Moments-Goal und Opel verlosen ein Dortmund-Trikot. Ein spektakuläres 4:3 gegen den FC Augsburg und 4:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart. Bei Borussia Dortmund läuft derzeit vor allem in der Offensive alles nach Plan. Da der FC Bayern schwächelt, grüßt der BVB aktuell sogar von der Tabellenspitze der Bundesliga. Hier abstimmen und ein BVB-Trikot gewinnen. Doch welche Szene aus den vergangenen beiden Bundesligaspielen stach für euch besonders heraus? Zusammen mit Opel suchen wir den besten BVB-Moment. Stimmt jetzt in unserem Facebook-Post ab und gewinnt ein nagelneues Trikot von Borussia Dortmund in eurer Wunschgröße. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf den Gewinnspiel-Link zu klicken und für euren BVB-Moment abzustimmen.
Alcacer, Mbappé und Co. Diese Spieler aus Europas Top-5-Ligen brauchen am wenigsten Minuten pro Tor. In den europäischen Top-Ligen laufen viele effiziente Goalgetter auf. Hier kommen die Stars, die die wenigsten Minuten pro Treffer benötigen. Goal stellt euch hier die besten Ballermänner in den europäischen Top-5-Ligen vor und sagt, welche Stars die wenigsten Minuten pro Tor benötigen. Mit in die Liste aufgenommen werden alle Torschützen, die mindestens 5 Treffer in der aktuellen Saison erzielt haben. Natürlich mit dabei Paco Alcacer. Hier geht's zur ganzen Liste von Europas effektivsten Ballermännern. Holt der BVB ein Talent von Klopp aus Liverpool? Der Daily Mirror berichtet, dass Borussia Dortmund ein Auge auf Bobby Duncan von den Reds geworfen hat. Der 17-jährige Angreifer trainiert phasenweise bei den Profis unter Trainer Jürgen Klopp, läuft in der Regel aber für die U18 auf. Dort stehen nach 7 Spielen 6 Tore und 3 Assists zu Buche. Duncan ist der Cousin von Klopp-Ikone Steven Gerrard. Bislang galt es fast als ausgeschlossen, Spieler von der Insel zu holen. Bei hochtalentierten Nachwuchsspielern ist es aber eine große Chance. Die Durchlässigkeit ist noch nicht so gegeben wie hier. Wir halten dort weiter die Augen offen, bestätigte Sportdirektor Michael Zorc kürzlich den vermehrten Fokus auf Talente in England. Paco Alcacer über Royce, einer der Gründe, warum ich mich wohlfühle. Paco Alcacer hat auf dem YouTube-Kanal von Borussia Dortmund über sein gutes Verhältnis zu Kapitän Marco Reus gesprochen. Marco hat mir sehr dabei geholfen, mich einzuleben. Sowohl auf als auch neben des Feldes. Er ist einer der Gründe, warum ich mich hier wohlfühle. Ich schätze ihn sehr, ist der Neuzugang ihm dankbar. Alcacer war im August auf Leihbasis nach Dortmund gekommen und hat in der laufenden Saison 6 Bundesliga-Tore in 81 Einsatzminuten geschossen. Seine Leistungen bescherten ihm zudem eine Nominierung für die spanische Nationalmannschaft, bei der Alcacer mit 3 Toren ebenfalls zu überzeugen wusste. Marco Reus zum Spieler des Monats September gekürt. Nationalspieler Marco Reus von Bundesligist Borussia Dortmund hat als erster Spieler überhaupt den von der Deutsche Fußballliga DFL neu eingeführten Titel des Spieler des Monats gewonnen. Reus gewann die Wahl für den besten Profi im September vor Alassane Player von Borussia Mönchengladbach und Andrei Duda von Hertha BSC. Ebenfalls zur Wahl standen Please-Teamkollege Torgen Hazard sowie Max Kruse, Werder Bremen und Timo Werner, RB Leipzig. Förderer Peter Hübala exklusiv über Mario Götze. Im Interview mit Goal sprach Götzes Förderer Peter Hübala über die Entwicklung des Weltmeisters von 2014, die jüngere Trainergeneration, einen Job als Barkeeper und den Götze-Film, den es als vierteilige Doku auf der ZN zu sehen gibt. Hier geht's zum kompletten Interview. Mehr zum BVB.